Das Ereignis, das heute am meisten im Fokus der Märkte war, das war natürlich diese Unterzeichnung des Phase 1 Deals. Und mir ging es so, als ich diese ganze Geschichte angeschaut habe, die immer noch läuft, die stundenlang dauert, weil Trump hier jeden und alle erwähnt und wie toll, und die Chinesen sitzen dabei und denken sich, mein Gott, warum müssen wir das über uns ergehen lassen? Trump führte China am Ring durch die Manege, deshalb der Titel des heutigen Marktgeflüsters, und damit herzlich willkommen. Das ist schon so ein bisschen wie im alten Rom, als die Römer erfolgreiche Feldzüge veranstaltet hatten und man dann nach Hause kam. Dann hat man die Häuptlinge dieser Barbaren sozusagen durch Rom spazieren lassen, gefesselt allerdings, sodass dann Hohn und Spott sich über die Fremden hat ergießen können durch die Römer. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, es ist heute auch mit den Amerikanern. Die loben sich selbst, vor allem Trump lobt sich selbst und die seinen über den grünen Klee. Und die Chinesen, naja, die haben halt ein bisschen falsch gespielt, gell? Haha, haben wir euch erwischt. So ein bisschen ist der Tenor dieser ganzen Veranstaltung. Und einer hat sehr, sehr klug gehandelt, indem er nicht dabei war, sich das nicht angetan hat, nämlich Xi Jinping, der von Donald Trump als ja, super Freund und so weiter bezeichnet wurde, aber dieser gute Freund hat es dann doch vorgezogen, nicht zur Party zu erscheinen. Und wie wir jetzt wissen, hat er wohl daran nicht schlecht getan. Er hat sich die ganze Geschichte oder schaut sich die ganze Geschichte zu Hause als Live-Übertragung in China an. Da gibt es den einen oder anderen Kommentator aus dem Westen, der dann sagt, naja, so weit die ganze Geschichte unzensiert ist eben. Aber sei es drum, jedenfalls ist das so ein bisschen das, was die Chinesen möglicherweise bereuen werden. Das ist schon so ein bisschen ein Gesichtsverlust, muss man sagen, im asiatischen Kontext. Wenn ich mindestens gleichwertig, gleich auf Augenhöhe sein will mit den Amerikanern, dann kann ich mich eigentlich nicht so vorführen lassen. Und dann auch noch, weiß ich jetzt nicht, die konkreten Details des Deals, dann kann ich nicht solche Dinge eigentlich unterzeichnen. Das wird ihnen schwer im Magen liegen und da wird es dann vielleicht den einen oder anderen Furz geben, der den Druck aus dem Magen dann entweichen lässt aus Peking. Schauen wir mal, schauen wir uns aber an, was dann auch vor allem Larry Kudlow, der von Trump ins Spiel gebracht wurde, auch, Mensch, Larry, hat Trump gesagt, ich kann mich erinnern, da war die Marktkapitalisierung an einem einzigen Tag 1 Billion tiefer, weil die Aktienmärkte abverkauft haben. Und dann hast du gesagt, ah, ist doch alles gut. Und dann ist diese Billion wieder dazugekommen, weil die Märkte gestiegen sind. Hast du toll gemacht, Schenkelklopf, hurra, hurra. Also auf dem Niveau läuft diese ganze Geschichte derzeit ab. Und eben dieser Larry Kudlow, der schlägt jetzt vor, dass man, naja, im Laufe des Jahres oder hat angekündigt, im Laufe des Jahres nochmal Vorschläge zu einer Steuersenkung machen wird. Steuersenkung haben wir doch schon mal irgendwie gehört, nämlich diese sogenannte Unternehmenssteuerreform. Vorwiegend Unternehmen profitierten, der Normalbürger eher weniger in den USA. Jedenfalls würde dann das Defizit natürlich noch weiter steigen von 23 Billionen Dollar derzeit. Und wir wissen auch, dass na, faktisch für die Wirtschaft das nicht viel gebracht hat, diese Steuerreform. Da ist also sozusagen Geld den Unternehmen geschenkt worden. Das Ganze geht in die Schuldendienste der normalen Bevölkerung. Und die Reichen haben sich reicher gemacht. Und die anderen, die haben die Zeche dann noch irgendwann zu bezahlen. Hier sehen wir, wie wahrscheinlich dass der Schuldenstand in Relation zum BIP in den USA aussieht. Nämlich hier sind wir schon bei 80% und es wird wohl in Richtung 150% in den nächsten Jahren laufen. Aber Hauptsache, Trump kann sozusagen über die Verhältnisse leben. Die Chinesen haben sich gedacht, um da nochmal zurückzukehren, okay, wir müssen einen Deal machen, wir machen einen Deal. Und von diesem Deal sind etwa 40% Dinge, die wir vielleicht selber sowieso an Reformen machen wollten. 40% kann man drüber reden, weitere 40% kann man drüber reden und 20% ist absolutes No-Go, da machen wir die Schotten dicht. Und ungefähr so könnte das ja gelaufen sein, das, was die Chinesen vielleicht dann von den Amerikanern kaufen, werden sie woanders nicht kaufen, okay. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel dann Käufe gewertet werden, die China tätigt in den USA und dann weiterverkauft, einfach zum Beispiel irgendwelche Produkte, die man in den USA kauft, dann eben nach Thailand verkauft oder wohin auch immer. Also da gibt es einige Unschärfen, die hier auch noch zu beachten sind. Dieser Deal ist ein Plastikdeal, so oder so, weil er sozusagen nur kaschiert, dass diese beiden Weltmächte in einer historischen Konfrontation sind und sein werden. Das ist jetzt so eine Art Waffenstillstand. Man hat sozusagen Zahlungsziele, Bestellungsversprechen, auf die man sich hier einigt, das ist doch reichlich dünn. Wie auch immer, die Märkte sind begeistert. Wir sehen hier
dass die Kriterien an der Wall Street nach wie vor extrem sind. Wir haben drei wirklich Parameter, die jetzt im absoluten Extrem sind. Das ist einerseits eben das Put-Call-Ratio. Es gibt also immer weniger Puts im Vergleich zu Calls. Alle sind auf der Long-Seite investiert. Wir haben einen Unterstützungsbereich jetzt beim VIX, bei der Volatilitätserwartung, und wir haben ein Prozentteil an Unternehmen, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, der normalerweise in der Vergangenheit stets zu einem Abverkauf oder zu einer Korrektur geführt hat. Muss diesmal nicht so sein, aber wir sind eben nach wie vor extrem angeschlagen. Kommt es, wie es oft schon so war, dass Öl vielleicht den ersten Schritt macht und die Aktienmärkte dann folgen? Hier hat Kimberly Chart Solutions mal einen Chart präsentiert, wo beide gleichzeitig Hochs oder Tiefs gemacht haben, nämlich Öl und der S&P 500. Hier sehen wir, dass das nicht gerade selten der Fall war. Hier geht es nämlich los im Anfang 2018, also jetzt praktisch in den letzten 2 Jahren, haben wir 2, 4, 6, 7 Mal die Situation gehabt, dass beide gleichzeitig ein Hoch oder gleichzeitig ein Tief gemacht haben. Und Öl, wie wir wissen, hat ja ein leichtes Problem in den letzten Tagen seit dem Iran-Konflikt. Als es da nochmal nach oben ging, ist der Ölpreis unter Druck, nicht aber der S&P 500. Hier hat ein großer Investor, nämlich Howard Marks, gesagt, ja, ist ja schön, wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, und wir haben halt eben eine liquiditätsgetriebene Rallye. Das heißt nicht, wenn ich das sage, dass der Markt morgen nach unten geht oder sogar crasht, aber es heißt eben doch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man als längerfristiger Investor am Start ist, eher sehr ungünstig sind, wenn man jetzt investieren will und nicht nur spekulieren will. Das ist vielleicht ein Problem. Der VDAX hat, wie Goldman Sachs bemerkt, immer höhere Hochs gemacht, wenn der S&P 500 ein Allzeithoch macht. Normalerweise entwickelt sich das ja eher gegenteilig. Normalerweise müsste dann eigentlich auch der VIX neue Tiefs machen. Das zumindest war in der Vergangenheit so. Warum machen wir neue Hochs am Aktienmarkt? Eben, weil die Fed so agiert, wie sie agiert. Jetzt hat nochmal Robert Kaplan, Dallas Fed-Chef, gesagt, ich mache mir Sorgen, dass diese Bilanzausweitung zu einer weiteren Übertreibung bei Assetpreisen führt. Genau das hat der Mann richtig erkannt. Schauen wir uns mal jetzt die Dinge in den Charts an, wie die gelagert sind. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. Da ging es dann nochmal rauf. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Wir sehen hier, dass der Index jetzt so ein bisschen an Gewinnmitnahmen leidet. Wir haben die 3300er Marke, obwohl der S&P ein neues Allzeithoch heute gemacht hat, nicht ganz geschafft. Und jetzt ist die Frage, wie viele Rallyes haben wir gesehen von Algos, weil irgendwelche Hoffnungsmeldungen kommen jetzt? Ist die Hoffnung irgendwie nicht mehr so da? Also wo soll jetzt nochmal die nächste Hoffnungsrallye herkommen? Phase 2 Deal, da hatte China schon durchblicken lassen. Naja, vor der Wahl im November 2020 brauchen wir da gar nicht erst groß anfangen. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100 und der Dow Jones, der heute stärker war als etwa der Nasdaq, der ist über die 29.100er Marke sogar gestiegen. Und das, obwohl die Zahlen von Goldman Sachs, naja, so mittelprächtig waren. Da gab es so Sonderbelastungen, an sich waren die Zahlen gar nicht so schlecht. Bank of America war nicht besonders toll, aber vor allem sehr, sehr schwach war Target, der große US-Einzelhändler. Target, eine Aktie aus dem S&P 500, die sich im letzten Jahr fast verdoppelt hat. Target ist einer der Player am Markt im US-Einzelhandelsbereich, der frühzeitig wirklich diese Online-Umstellung geschafft hat. Und trotzdem war das Weihnachtsgeschäft miserabel, die Aktie 8% im Minus, daher auch Walmart im Minus. Also das ist so ein kleiner Warnhinweis an den US-Konsumenten. Man kann nicht sagen, ja okay, das sind diese sogenannten stationären Einzelhändler, die Brick and Mortars, sondern das ist wirklich auch eine Firma, die online voll präsent ist, und möglicherweise wird diese Geschichte dann auch ein großes Thema werden, dass der US-Konsument langsam die Taschen ein bisschen zumacht. Das ist also der Dow Jones, der jetzt ein bisschen Druck kriegt. Das wird sicherlich gleich wieder dann nach oben gekauft, wie immer. Wir sehen Euro-Dollar etwas höher, 1,1157. Gold wenig bewegt, 1554, und wir sehen, dass das amerikanische Crude Oil, ich hatte es vorhin angesprochen, versucht sich jetzt an der 58er Marke festzuklammern. Mal sehen, ob es gelingt. Also, das ist sozusagen die Situation. Highlight heute, dass Trump China am Ring durch die Manege führt. Das werden sich die Chinesen merken. Das wäre meine Vermutung und meine Prognose. Und da gibt es dann bald also eine indirekte, sehr indirekte asiatische Reaktion. Davon bin ich fest überzeugt. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und freue mich, wenn Sie morgen beim Videoausblick wieder
zeitig und früh dabei sind, nehme ich vor 8, wenn ich es schaffe. Bis dann. Servus und ciao.